Auch hier liegt es nahe, das Quotientenkriterium wieder anzuwenden, weil hier ja auch wieder ein Bruch und Produkte und sowas stehen. Also probieren wir das vielleicht mal, das Quotientenkriterium anzuwenden. Das bedeutet also, wir schreiben uns erstmal wieder einen ganz großen Bruch hin und schreiben oben hin, was rauskommt, wenn ich überall, wo hier n steht, n plus 1 einsetze. Das sind ganz viele Stellen, wo ich das machen muss. Hier steht n hoch n, daraus wird n plus 1 hoch n plus 1. Das ist nicht ganz so einfach. Und hier unten steht 2 hoch n plus 1 mal n plus 1 Fakultät. Das ist das, was ich im Zähler bekomme. Und im Nenner brauche ich einfach abzuschreiben. N hoch n durch 2 hoch n mal n Fakultät. Ich spare mir an dieser Stelle gleich die Betragsstriche, weil das natürlich alles positive Werte sind. Brauche ich keine Betragsstriche. Das ist nicht schlimm. Und jetzt mache ich das Gleiche wieder. Ich schreibe das einfach um mit dem Kehrwert multiplizieren, also den Zähler einfach abschreiben. Da kann man schon beim Abschreiben schön viel Fehler machen bei solchen Aufgaben. Hier kommt das jetzt in Zähler, also hier steht jetzt 2 hoch n mal n Fakultät und hier steht n hoch n. So. Was Sie hier schon sehen, das ist so ein Muster, was Sie häufig im Quotientenkriterium haben. Durch dieses Dividieren, das heißt mit dem Kehrwert mal nehmen, haben Sie natürlich meistens sehr ähnliche Werte oben und unten, das heißt im Zähler und im Nenner. Darum stehen hier immer schon Terme, bei denen man quasi so sehen kann, was sich wohl zum Kürzen anbieten wird. Am besten gruppieren Sie die immer so, dass Sie sagen, also dieses hier, 2 hoch n plus 1, das passt irgendwie zu dem hier, 2 hoch n. Darum sollte ich vielleicht mal versuchen, die beiden gegeneinander irgendwie zu kürzen. Dieses hier, das sieht vielleicht am ehesten so aus wie das hier. Naja, und so weiter. Also wir fassen die vielleicht mal, weil das hier ein relativ umständlicher Term ist, geschickt zusammen. Ich schreibe das mal sortiert. Erstmal nehmen wir die beiden hier. Hier steht 2 hoch n geteilt durch 2 hoch n plus 1. Und dann nehmen wir zum Beispiel die Fakultäten hier. Dann haben wir hier n Fakultät durch n plus 1 Fakultät. Und jetzt haben wir noch diese Potenzen hier stehen, die sehen am schwierigsten aus. N plus 1 hoch n plus 1 durch n hoch n. Und jetzt nehmen wir uns mal jeden von diesen Termen einzeln vor. Das sieht, glaube ich, ein bisschen einfacher aus. Genau, beim ersten fangen wir mal an. Hier steht 2 hoch n, das heißt also 2 mal 2 mal 2 mal 2 mal 2, n mal. Und hier steht 2 mal 2 mal 2 mal 2 mal 2, n plus 1 mal. Die können wir alle gegeneinander kürzen, bleibt unten nur ein einziger übrig. Aus dem Ding wird also ein halb. Na, ich sollte da keinen Pfeil machen, weil das nicht Konvergenz bedeuten soll. Das ist tatsächlich dasselbe. Hier haben wir einfach ganz simpel gekürzt. Was ist hier? Das haben wir ja eben gerade gemacht. Das haben Sie hoffentlich noch im Kopf, was da rauskommt. Genau, hierfür schreiben wir einfach 1 durch n plus 1. Genau wie eben. Hier oben stehen die Faktoren 1 mal 2 mal 3 bis n und hier stehen sie 1 mal 2 mal 3 und so weiter bis n plus 1. Kürzen sich alles gegeneinander weg bis auf den letzten Faktor. Dieses Ding hier bereitet uns tatsächlich ein bisschen Kopfzerbrechen und da kann ich Ihnen auch nur sagen, da kommt man am besten weiter, wenn man solche Sachen schon mal gesehen hat. Darum sehen Sie sowas jetzt ja auch. Was Sie vielleicht noch wissen ist, wenn Sie gleiche Potenzen haben, dann können Sie die Potenz reinziehen in das Produkt oder in den Quotienten. Also wenn hier oben nicht hoch n plus 1 stünde, sondern wenn hier oben hoch n stünde, dann hätten Sie irgendwas hoch n durch irgendwas hoch n. Also kleine Nebenrechnung nochmal zur Erinnerung. Wenn Sie sowas haben wie a hoch n geteilt durch b hoch n, das ist dasselbe wie a durch b hoch n. Das haben wir schon ziemlich häufig angewendet. Wenn hier also beide Male hoch n stehen würde, dann wäre das einfacher. Aber das können wir ja ganz einfach hinbekommen. Wir können ja dafür Folgendes hinschreiben. Hier steht n plus 1 hoch n. Und damit das wieder übereinstimmt mit dem, was hier steht, muss ich nochmal einmal mit n plus 1 mal nehmen. Dann steht oben dasselbe wie vorher. Und unten steht n hoch n. Okay? Jetzt sieht es wieder ganz gut aus, ne? Jetzt können wir nämlich noch weiter kürzen. Das hier gegen das wegkürzen. Jetzt haben wir außerdem ein Halb nur noch diesen Term hier stehen. Also kommt jetzt hier raus ein Halb mal
n plus 1 durch n hoch n. Und jetzt können Sie mir hoffentlich sofort sagen, gegen was das konvergiert. Ich schreibe es mal anders hin. Ein halb mal n plus 1 durch n, wenn ich das anders hinschreibe, ist das 1 plus 1 durch n. Ja. Und dann ist es ein halb mal e. Was heißt das, was bedeutet das für unsere Reihe? Dass sie divergiert, weil nämlich ein halb mal e größer als 1 ist. E ist ja 2,7, auf jeden Fall ist es mehr als 2. Die Hälfte davon ist immer noch größer als 1. Also divergiert die Reihe. Wenn Sie sich das zu Hause in Ruhe nochmal anschauen, dann werden Ihnen vielleicht zwei Dinge auffallen. Und zwar einmal bei dieser hier und bei der anderen oben, die auch divergiert. Wir hatten jetzt zwei Reihen, bei denen das Ergebnis war, die Reihe konvergiert nicht. Das hätten Sie auch mit dem Nullfolgenkriterium machen können. Also da hätte es gereicht, sich diesen Term hier anzugucken und zu sehen, dass dieser Term schon nicht gegen Null geht. Darum hätte man sich den ganzen Rest sparen können. Das ist dann immer im Prinzip eine Abwägung, wie schnell Sie irgendwas sehen. Wenn Sie gleich sehen, dass das nicht gegen Null geht, dann können Sie natürlich aufhören und sagen, nach Nullfolgenkriterium sieht man, geht nicht gegen Null, kann nicht konvergieren. Wenn Sie das nicht so schnell sehen, dann ist es vielleicht sinnvoller, gleich mit so einem Hammer wie Quotienten- oder Wurzelkriterium loszulegen, weil das Ihnen dann ohnehin im Allgemeinen eine richtige Antwort geben wird. Das ist wirklich eine Entscheidung, die ich Ihnen nicht abnehmen kann. Okay, ich wollte Ihnen jetzt nochmal zeigen, dass man auch gegebenenfalls vorsichtig mit diesen Kriterien sein muss, weil die nicht immer zum Erfolg führen. Das ist nämlich dieser Grenzfall 1. Und als Beispiel nehme ich mal die harmonische Reihe, von der wir schon wissen, dass sie divergiert. Ich brauche das also jetzt eigentlich nicht zu machen. Das mache ich nicht, damit wir irgendwas Neues rausfinden über die harmonische Reihe. Wir wissen schon, die konvergiert nicht. Ich will nur mal zeigen, was passiert, wenn ich auf dieses Ding hier zum Beispiel das Quotientenkriterium anwende. Denn das ist ja auch ein Bruch, da könnte man sagen, das sieht aus nach Quotientenkriterium, das sieht sogar recht einfach aus. Ich muss also in den Zähler schreiben, das, was ich bekomme, wenn ich n durch n plus 1 ersetze, und in den Nenner muss ich den normalen Summanden reinschreiben. Wieder mit dem Kehrwert multiplizieren, dann habe ich hier 1 durch n plus 1 mal n oder auch n durch n plus 1. Und jetzt kommt das, was Sie eben gesagt haben, bei dem Ding sieht man natürlich sofort, gegen was das konvergiert. Das konvergiert gegen 1. Und hier steht jetzt die böse 1, das ist ja ihr Rho, die einfach besagt, mit diesem Kriterium kann ich über diese Reihe nichts aussagen. Sie können also weder sagen, dass sie konvergiert, noch können Sie sagen, dass sie divergiert, abgesehen davon, dass Sie das schon wussten. Wenn Ihnen dieses dumme Missgeschick passiert, dass erst Grenzwert 1 rauskommt, dann leider weiterrechnen. Müssen Sie irgendwas anderes machen. So, und jetzt rutschen Sie schon aufgeregt auf Ihren Stühlen hin und her, weil Sie auch gerne mal was rechnen würden. Ist doch so, oder? Also der Aufgabentext, den ich mir jetzt spare, ist bei diesen Aufgaben immer, konvergiert diese Reihe oder nicht? Ich sage Ihnen mal die Ergebnisse. Die erste konvergiert. Quotientenkriterium, aber auch, es würde auch funktionieren, hier das Wurzelkriterium zu nehmen. Die zweite divergiert, da kann man auch lustigerweise beide Kriterien nehmen, die beide zum Erfolg führen. Bei dieser ist es sogar so, dass man da sich eigentlich beide Kriterien auch hätte sparen können, wenn Sie da mal ganz scharf hingucken und das ein kleines bisschen umformen, dann steht hier 5 Viertel hoch n mal 1 durch n Quadrat. Und das heißt, Sie haben hier eine Exponentialfunktion und hier unten haben Sie ein Polynom. Und die Exponentialfunktion wächst schneller als das Polynom, also geht dieses Ding hier gegen unendlich. Und darum sind Sie fertig. Das ist keine Nullfolge, darum brauchen Sie gar nichts mehr zu machen. Ja? Nach Nullfolgenkriterium kann das Ding nicht konvergieren. Manchmal kann man, wenn man ein bisschen scharf hinguckt, das sofort sehen. Okay, und bei dem Ding hatte ich gesagt, rechne ich Ihnen vor, da nehmen wir das Quotientenkriterium, würde ich sagen, weil hier so ein schöner Bruch steht.
Dann steht also oben 2 hoch n plus 1 durch n plus 1 Fakultät und unten steht 2 hoch n durch n Fakultät. Erster Schritt mit dem Kehrwert multiplizieren, damit Sie nur noch einen Bruch da haben. Mal Kehrwert n Fakultät 2 hoch n. Und dann, weil die Frage eben schon öfter kam, wie macht man dann weiter? Ich kann Ihnen da jetzt auch wirklich nicht so weiterhelfen, indem ich Ihnen nochmal diese ganzen Rechenfertigkeiten aus der Schule beibringe. Aber ich kann zumindest sagen, versuchen Sie die zumindest im Sinne von gleich gehört zu gleich zu sortieren. Also dieses hier, 2 hoch irgendwas, passt ja wohl zu dem hier. Das haben Sie beim Quotientenkriterium immer. Sie können die also, um das übersichtlicher zu machen, so hinschreiben, dass Sie sehen, was zu was gehört. So. Und dann müssen Sie die immer einzeln abarbeiten. Und das, beim Quotientenkriterium ist das Mantra immer kürzen, kürzen, kürzen. Und hier steht 2 mal 2 mal 2 mal 2, der Faktor taucht n plus 1 mal auf. Und hier unten steht das Gleiche, nur taucht er insgesamt n mal auf. Also bleibt übrig, nachdem Sie das gekürzt haben, 2, ne? Wenn ich mich nicht irre. Und hier haben Sie n-Fakultät durch n plus 1 Fakultät, das haben wir eben schon ein paar Mal gemacht. Hier stehen also die Zahlen von 1 bis n miteinander multipliziert. Hier stehen die Zahlen von 1 bis n miteinander multipliziert und dann nochmal mit n plus 1 multipliziert. Wenn ich also das beides gegeneinander kürze, dann bleibt übrig 1 durch n plus 1. Also insgesamt, nachdem ich gekürzt habe, steht hier 2 durch n plus 1 und die 2 spielt dann überhaupt keine Rolle mehr, weil hier unten ein Term ist, der immer größer wird. Das heißt, dieses Ding konvergiert gegen 0. Und die Antwort ist daher, dass die Reihe, um die es eigentlich geht, auch konvergiert. Weil 0 ja kleiner als 1 ist. Nach Quotientenkriterien.